Fast trostlose Situation im Ensdorfer Stadion, wo in wenigen Minuten die Partie gegen den FC Homburg, den letztjährigen Meister, beginnt. Nur ganz wenige Zuschauer. Udo Geitlinger, diese Situation fast so trostlos wie Ihre eigene, Ihre finanzielle. Sie haben in dieser Woche überlegt, den Spielbetrieb ganz einzustellen. Ja, das stimmt. Wir hatten diese Woche eine Sitzung mit dem Förderclub zusammen. Und wir hatten uns ernsthaft überlegt, oder wir mussten uns ernsthaft überlegen, den Spielbetrieb einzustellen, weil 100.000 Mark von unseren Werbeträgern ausgeblieben sind. Von der Stadt haben wir keine Unterstützung mehr. Und ich sehe keinen Silberstreifen am Horizont, um weiterzumachen. Wir haben ein Konzept ausgearbeitet. Wir werden uns in den nächsten Tagen mit unseren Werbeträgern und mit der Stadt Homburg nochmal zusammensetzen, wie und in welcher Weise es weitergehen soll. Homburg geht also die Luft aus. In diesem Umfang kann der Spielbetrieb nicht weiter aufrechterhalten werden. Die Spieler selbst, von Udo Geitlinger erst am Abend darüber informiert, stürmten zunächst einmal munter drauf los. Eckball durch Lenz in der 26. Minute. Hoffmann lenkt den Ball an den Pfosten. Glück für die Ensdorfer, es hätte hier schon 1:0 für die Homburger stehen können. Die Ensdorfer selbst zu zaghaft, nur Lefebvre nahm sich ein Herz und hätte fast ins Volle getroffen. Und das wiederum gelang wenig später den Homburgern. Hepp, der für Plattek ins Spiel genommen wurde, Plattek verletzte sich kurz vor dem Anpfiff. Und Ripplinger gab den Ball den Rest in der 35. Minute des 0:1 ein halbes Selbsttor. 5 Minuten später Petersen und Drumm auf der rechten Seite. Ein Foul an Drumm und die Freistoßentscheidung. Es war für den Schiedsrichter heute bei diesem Boden nicht immer ganz leicht. Wieder Lenz, der alle Ecken und Freistöße hereingab. Tilk, der ehemalige Ensdorfer, mit dem 0:2 in der 40. Minute. Das war auch gleichzeitig der Halbzeitstand. Nur 300 Zuschauer. Der Tabellenvorletzte bäumte sich zu Beginn der zweiten 45 Minuten noch einmal auf. Die 51. Minute Hoffmann, der für Ripplinger ins Spiel kam, und Scherer im Glück. Auch nach dieser Aktion von Lefebvre. Das ging natürlich alles auf Kosten der Abwehr und auch postwendend ins Auge. Nach diesem Fehler von Lefebvre, Fritsche, der nach langer Verletzungspause wieder dabei war, rechts läuft Tilk, Fritsche behält den Ball und die Nerven und erzielt das 3:0 für die Homburger in der 58. Minute. Bei Ensdorf ging nun alles drunter und drüber, Abschlag von Hoffmann in die Füße von Tilk, aber Hoffmann machte seinen Fehler wieder gut. Dann die 71. Minute. Fritsche, der einen guten Einstand hatte auf der linken Seite. Und Tilk mit dem 4:0. Sein zweites Kopfballtor. Lenz war wieder einmal der Lenker aus dem Mittelfeld heraus. Hier gab er Drumm die Möglichkeit zum weiteren Torerfolg. In der zweiten Halbzeit gewannen die Homburger fast jeden Zweikampf, auch diesen durch Drumm. Und er setzt wieder den immer in den freien Raum hineingehenden Lenz ein. Und dann kommt wieder Tilk mit dem 0:5. Der ehemalige Ensdorfer erzielte also 3 Tore gegen seine ehemalige Mannschaft.